Herzlich willkommen, liebe Elbkick-TV-Zuschauer. Ich sitze hier mit Marcel Pertz und wir tippen heute für euch den 30. Spieltag der Landesliga Hansa. Los geht's mit Lohbrücke gegen Voran Aue. Ich sag, das wird ein 1-1. Für beide Teams geht's um nichts mehr. 1-1. Weiter geht's mit Basbüttel gegen Condor die Zweite. Condor 2, sag ich, gewinnt 1-2 für Condor. Tore Kubik und Faklam. Alles klar. Dann schafft Paloma die Überraschung. Gewinnen sie gegen Sase? Nee, ich denke, dass Sase sich durchsetzen wird. 1-3. Dann Vorwärts Wacker gegen Altengamme. Wacker kann immer noch aufsteigen. Schaffen sie ihre Hausaufgaben? Ja, Wacker gewinnt zu Hause. 2-0. Dann Elazığspor gegen Ham United. Absoluter Abstiegskampf. Ham United bräuchte nur einen Torunterschied zu gewinnen. Ist auf Grand. Schwierige Platzbedingungen. Ich sage 2-3 für Hamm. Okay. Weiter geht's mit Bergedorf gegen Meiendorf. Geht auch um nichts mehr. 1-1. Auch der Simsburg könnte noch den Aufstieg schaffen. Gewinnt sie gegen SVNA zu Hause? Wird ein schwieriges Spiel gegen SVNA. Ich tippe auf ein 1-1. Und dann zum Abschluss. Ihr. Der Tabellenvierte gegen den Tabellenletzten. Wird das ein hoher Sieg? Ja, ich denke mal, dass wir uns damit 6-0 durchsetzen werden. Schöner Saisonabschluss und ja, ich sag ein 6-0. Heimsieg. Wer schafft die Tore? Ich sag, Carsten macht 2, Mücke macht 2, Schifte und Robin Polzin. Sehr gut.